Ja, dann eben, dann hast du den Kamerabutton, wo zumindest einer im regnerischen St. Gallen dann feiern wird, aber sonst, hat der gute Kollege Jean-Claude Frick im neuen Apfelfunk-Podcast gemacht, als es um die Neuerungen fürs neue iPhone 16, was ja am Montag kommen wird, vermutlich kommen wird, also das wäre schon eine große Überraschung, wenn es nicht kommen würde, auf jeden Fall hat der gemacht und geistig mindestens die Hände verworfen. Man sieht ihn ja nicht, wenn er den Podcast da zusammen mit Malte aufzeichnet. Aber ich habe es mir natürlich angehört und ich musste schmunzeln, weil auch bei Ihnen bin ich zum Botschafter des Kameraknopfs geworden. Ja, ich habe so viele Zuschriften von euch wieder bekommen die letzten Tage. Hast du gesehen, er kommt jetzt tatsächlich, dieser Kameraknopf, aber auch ganz, ganz viele Zuschriften, weil ich habe es hin und wieder in einem Video erwähnt, wenn es ums neue iPhone ging. Ja, endlich Kameraknopf, hurra, hurra, aber nicht weiter ausgeführt. Das haben wir schon in x Videos. Trotzdem kriege ich jedes Mal tonnenweise Zuschriften zu diesem Kameraknopf. Warum willst du einen Kameraknopf? Ich will da unten keinen Knopf, wo ich dann aus Versehen drauf wische. Man kann ja Bildschirm rüberschieben, man kann den Action-Knopf nutzen. Es gibt so viele Abkürzungen, wie man Kameraknöpfe nutzen kann. Die Android-Freunde, weil beim Pixel habe ich es ja auch gesagt, ich hätte gerne einen Kameraknopf, sagen dann die Android-Freunde. Ja, aber man kann zweimal auf den Power-Knopf drücken und dann kommt die Kamera auch. Und dann hast du auch den Kameraknopf, dann kann man mit lauter und leiser auslösen. Ja, 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 das weiß ich alles. Und trotzdem möchte ich einen Kameraknopf, weil ich habe neulich ja das Video gemacht, wo wir nochmal zurückgegangen sind an den iPhone-Event vom 9. September 2014, als die Apple Watch vorgestellt wurde. Und da habe ich gezeigt, was ich damals für ein Setup dabei hatte. Und damals war ich ja noch sehr überzeugt im Team Android unterwegs und hatte das Xperia Z1 dabei. Und das hatte eben auch einen Kameraknopf. Und ich habe auch eine alte Wunschliste von damals übrigens wieder gefunden, wo ich am iPhone rumgenörgelt habe. Damals war es ja noch das 5S. Ich fand es zu klein. Ich mochte Lightning nicht. Ich wollte da USB haben, dass man damit halt arbeiten kann. Und ich mochte den Home-Knopf nicht. Und ich habe reklamiert, dass es keinen Kameraknopf hat. Ja. Falls jetzt tatsächlich das iPhone 16 einen Kameraknopf kriegt, wäre das wirklich... wären endlich alle meine Wünsche ans iPhone erfüllt. Ja, USB hat's, der Kameraknopf ist weg, die Gestenbedienung ist einfach genial. Es ist inzwischen auch endlich größer geworden und falls man dann da wirklich einen Kameraknopf hier oben hätte, das wäre so genial, vermute ich jetzt mal. Ich habe es ja nie ausprobiert, ich weiß es ja nur in der Theorie, aber ich reite da schon seit inzwischen über 10 Jahren drauf rum, dass ich am iPhone und auch an jedem Android-Handy, was nicht ein Sony ist, gerne einen Kameraknopf hätte. Also, ich glaube, ich muss nochmal erklären, was so toll an Kameraknöpfen ist. Was man natürlich wissen muss als Hintergrund, ich liebe Fotokameras. Ich fotografiere sehr, sehr viel mit Handys, mit Kameras, mit allen möglichen Geräten. Und wenn man gerne viel fotografiert, sind Kameraknöpfe einfach das A und O. Es kommt nicht von ungefähr, dass Fotokameras hinten immer noch voller Knöpfe sind. Ja, ich habe jetzt hier die A7 S3 mitgebracht. Die hat hinten immer noch wahnsinnig viele Knöpfe. Und ich bin ja wirklich kein Fan von Knöpfen, aber bei Kameras eben schon, weil beim Fotografieren, ich möchte mich darauf konzentrieren, was ich fotografiere. Ich möchte nicht noch irgendwie gucken, welche Knöpfe, wo ich jetzt da irgendwie auf dem Display irgendwelche Knöpfe drücken muss. Ja, weil... aufgepasst. Auf dem Touchscreen muss man halt gucken, was man drückt. Den kann man nicht blind bedienen. Das Tolle beispielsweise an der Kamera ist, die kann ich absolut blind bedienen. Ich kann sie, während ich mit euch spreche, kann ich sie hier hochziehen, einschalten, noch Deckel weg und zack, auslösen. Und ich weiß auswendig, ich spüre es auch mit den Fingern, wann ich wo auf welchem Knopf bin. Das macht so viel aus. Dann kann ich mich wirklich darauf konzentrieren, was möchte ich im Bild haben und muss nicht noch gucken, ja, wo ist jetzt der Auslöserknopf. Da habe ich dieser Tage wieder ein bisschen Probleme, weil beim Pixel der Auslöserknopf auf dem Display weiter links ist als beim iPhone, wo ich es mich besser gewohnt bin, drücke ich immer falsch. Und nein, es ist, wenn man die Kamera blind bedienen kann und einfach spürt, welchen Knopf man nutzt, kann man so viel entspannter und schneller fotografieren. Beim iPhone gab es ja schon mal so einen Hauch von Fotoknopf. Es gab ja diese Akkuhülle. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Ich fand die unglaublich hässlich und ich brauchte auch nicht mehr Akku beim iPhone. Ich hatte sie trotzdem jeden Tag dran, nur weil man sie eben als Kameraknopf nutzen konnte. Ich habe da sogar mal ein Video dazu gemacht, eines meiner ersten YouTube-Videos, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich verlinke das auch unten dran, falls ihr das noch sehen wollt.
Nein, dann kann man einfach die Kamera, man fasst sich in die Hosentasche, drückt schon mal den Knopf und wenn die Kamera oder das iPhone jetzt in dem Fall oben ist, ist die Kamera schon an und man kann sofort fotografieren. Das macht so viel aus. Ich hasse es, wenn ich auf Kameras warten muss oder wenn ich irgendwie drauf gucken muss, um Sachen zu machen. Ich möchte sofort durchgucken und das anschauen, was ich fotografieren möchte. Und da ist eben so eine zusätzliche Kontrollfunktion, die eben nicht auf dem Display ist und die nicht ein bestehender Knopf ist, so wahnsinnig praktisch. Bei den Sony-Handys ist es ja so gelöst, dass man halb durchdrückt, es stellt scharf und dann drückt man ganz durch und es macht ein Foto. Das ist dasselbe wie hier bei großen Kameras. Das bei Apple, was man jetzt auf den Rändern sieht, wo es schon lange Gerüchte gibt, kann ja vermutlich noch mehr. Vermutlich ist es ein Touchfeld, wo man auch noch durchwischen kann, um Sachen zu verstellen. Die meisten Leute schreiben dann, ja, da kann man zoomen, wenn man hin und her wischt. Das ist jetzt nichts, was ich dringend bräuchte. Was ich gerne möchte, ist Helligkeit verstellen. Ich vermute, das kann man da dann auch drauflegen, weil mir sind die Fotos, die das iPhone macht, meistens ein bisschen zu hell. Ich mache die immer noch ein bisschen dunkler. Und wenn ich das mit einem Wisch machen kann und dann abdrücken, das wäre so ein tolles Fotografieren mit diesem Ding. Also, dieser Kameraknopf, das wäre genau mein Ding, weil ich fotografiere wahnsinnig gerne mit meinen großen und sehr teuren Kameras, aber ich fotografiere eben auch sehr gerne mit Smartphones. Und da wäre das natürlich ganz großartig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das sich wunderbar macht im Marketing. Ich habe mir da schon mal, haben wir glaube ich im Livestream mal besprochen, schon so einen Werbespot überlegt. Da sagt dann Apple irgendwie, das iPhone ist die erfolgreichste oder die beliebteste Fotokamera der Welt und jetzt ist sie noch ein bisschen besser. Und dann sieht man den Finger, der macht Klick und dann ist es halt wirklich eine Fotokamera. Was viele Leute angemerkt haben, ist ein Kameraknopf, da wo er Sinn macht, nämlich hier, ist toll, wenn man Querformat fotografiert. Für Hochformat eher unpraktisch. Da kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass er sicher da nicht ganz ideal ist, aber zum schnell Öffnen der Kamera ist er halt immer noch toll. Man zieht die Kamera einfach hoch und sie läuft schon. Weil das ist immer noch ein Nachteil des iPhones. Beim iPhone dauert es immer noch verhältnismäßig lang, bis die Kamera da ist. Jetzt kann man sie ja auch den Action-Knopf legen, aber der ist so unsäglich doof platziert da oben links, dass ich ihn als Kameraknopf auch nicht wirklich nutzen kann. Bei Android-Handys kann man ja einfach zweimal den Power-Knopf drücken und dann geht er an. Früher war das beim iPhone noch viel schlechter, da konnte man die Kamera wirklich überhaupt nicht schnell öffnen. Ich erinnere mich noch, als das an der WWDC vorgestellt wurde, dass man auf dem Lockscreen nach links wischen kann und die Kamera kommt. Da habe ich als einer der wenigen, wenn nicht der einzige, geklatscht ausnahmsweise mal, weil ich mich so gefreut habe und ich wollte einfach immer schneller zur Kamera kommen und ich glaube, das war sogar die WWDC, wo ich in der ersten Reihe gesessen habe. Ja, es gibt da so ein lustiges Video auf YouTube mit den allergrößten Highlights von Craig Federighi, dem Softwarechef von Apple, da seine lustigsten Witze. Und in dem Video bin ich auch ganz kurz zu sehen. Nein, nicht, weil ich eines seiner Highlights wäre, sondern weil ich da just zufällig in der ersten Reihe gesessen habe an der WWDC. Das war noch eine in San Francisco, da in der großen Halle drin. Nein, falls tatsächlich ein Kameraknopf kommt, wird mindestens, wie Jean-Claude sagen würde, hier im regnerischen St. Gallen sehr gejubelt. Obwohl, ich bin ja dann in Cupertino, im sonnigen Cupertino und werde dort jubeln. Aber ich werde jedes Mal jubeln, wenn ich den Kameraknopf beim iPhone dann drücken kann. Also ich hoffe mal, weil beim Action-Knopf hatte ich auch surreale Erwartungen und der hat sich überhaupt nicht als eine große Bereicherung in meinem Alltag herausgestellt. Und wo wir es schon vom iPhone 16 haben, ein anderer ganz, ganz alter iPhone-Wunsch könnte auch wahr werden, habe ich in den Gerüchten noch gesehen. Ist nicht von ungefähr, dass ich die A7S III mitgebracht habe. Das war erstens die Kamera, die diesen Kanal hier erst ermöglicht hat. Und zweitens ist das die Kamera, die damals eine der allerersten 4K, also die sehr hohe 4K-Auflösung, mit 120 Bildern pro Sekunde schießen konnte. Ja, Zeitlupe. 4K-Zeitlupe ist so was Cooles. Da kann man einfach die Kamera hinhalten. Ja, wir können das ja hier ausprobieren. Aktivieren wir schnell. Chip, chip, chip. Seht ihr, ich muss jetzt auch praktisch nicht auf die Kamera gucken. Ich konnte es einfach eindrehen. Machen wir hier unten schnell. iPhone und Jupp. Und schon habe ich eine Zeitlupenaufnahme gemacht. Das ist so einfach. Ich habe immer gesagt, ja, diese Cinema Modes und all die Videotricks, die Apple da macht mit den iPhone-Kameras, die sind toll. 8K, ja, von mir aus können sie auch mal experimentieren, sie momentan wieder dran. Was wir wirklich haben wollen, ist 4K Zeitlupe, weil Zeitlupe war immer noch nur in HD. Und Zeitlupe in 4K ist so unendlich cool, aber auch so unendlich schwierig, weil das sind dann doch
120 Bilder, die pro Sekunde geschossen werden. Und gerade bei diesen nicht idealen Optiken von Handykameras, da muss die Software viel korrigieren. Die muss also 120 Mal pro Sekunde korrigieren. Und Sony hat das in Handys schon länger, dieses 4K-Zeitlupe. Das Handy wird dann sehr schnell sehr heiß und der Akku geht sehr schnell runter. Ich bin jetzt gespannt, wie Apple das hinkriegt, weil das aktuelle iPhone, das 15er Pro, wird ja sehr schnell heiß. Also ich denke mal, falls sie wirklich 4K-Zeitlupe jetzt bringen, haben sie da auch eine bessere Kühlung drin, weil sonst wird das Ding hier zum kleinen Mini-Backofen oder zur Kochplatte. Aber falls tatsächlich 4K-Zeitlupe im iPhone kommt, das wäre wirklich genial, weil das ist etwas, wovor sich viele Hersteller drücken, weil es, wie gesagt, optisch schwierig ist, viel Strom braucht und das Gerät auch noch heiß werden lässt und natürlich viele Daten anhäuft, das kommt noch dazu. Nein, das hat man auch schon auf vielen meiner Bingo-Karten gesehen, das mit dem 4K-Zeitlupe übrigens. Also falls wirklich 4K-Zeitlupe und der Kameraknopf kommt beim iPhone, das fände ich unglaublich riesig. Das würde mir viel mehr bringen als manche andere Hightech-Neuerung, die sich manche Leute auch wünschen. Aber schauen wir mal, ich muss jetzt sowieso langsam anfangen mit Kopf verpacken, weil Sonntag geht es hier schon los nach Übersee. Also unbedingt Abos abschließen, falls ihr das dann nicht verpassen wollt. Ich mache dann auch wieder ein paar Shorts-Videos von unterwegs, dass ihr seht, wie ich da unterwegs bin. Und ja, falls ihr noch eigene Theorien zum Kameraknopf habt oder einfach nur sagen wollt, wie man den auch nutzen könnte, ohne dass man jetzt einen speziellen Knopf dafür braucht, ungeniert unten rein kommentieren. Aber vermutlich kenne ich die Tricks alle schon. Aber falls ihr einen neuen habt, immer her damit. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael kommt immer mit diesem Kameraknopf. Niemand will den. Daumen nach unten. Ich hätte ein Vermögen gewettet, dass Apple die letzte Firma ist, die mir einen Kameraknopf in ein Handy einbaut. Die machen erst ein Falthandy, bevor die einen Kameraknopf machen. Jetzt machen sie wohl tatsächlich einen. Aber schauen wir mal. Noch ein bisschen Geduld und ist ja schon bald Montag. Also unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video.